Klimaschutz und natürliche Ressourcen schonen. Die Sportartikelindustrie hat die Dringlichkeit zu handeln längst erkannt und schreibt sich das Thema Nachhaltigkeit auf die Fahnen. Einfach Recyclingmaterial in der Produktion einzusetzen, reicht da nicht aus. Nachhaltigkeit ist kein Trend. Sie ist ein fester Bestandteil der DNA der textilen Kette. Wir sehen eine Menge Entwicklungen. Aber es geht nicht nur um wiederverwertete Plastikflaschen, wiederverwertetes Polyester. Wir sehen eine Menge wassersparende Drucke, Energieeinsparungen. Alles, was sowohl Abfall spart als auch Abfall recycelt. Auf dem Weg in dieses Jahrzehnt begannen wir, Nachhaltigkeit als das S-Wort zu bezeichnen, weil es in der Branche nicht speziell, sondern die Norm sein sollte. Diesen Anspruch verfolgt auch das Berliner Startup MVD Hamm. Weil sie jedoch keine natürlichen Fasern finden konnte, die wärmen- und atmungsaktiv sind, entwickelt die Designerin selber ein zweilagiges Gewebe. Innen Merino-Wolle, außen Seide. Mit der wasserabweisenden Urban-Jacke zählt die Firma zu den Gewinnern von ISPO Brand New. Funktionalität mit natürlichen Materialien kombiniert auch die Firma Q-Club in einem Hybridgarn. Nach intensiver Forschungsarbeit können sie nun recyceltes Polyester mit Zimt in einer 3D-Konstruktion verflechten. Zimt wirkt dabei antibakteriell, geruchshemmend, atmungsaktiv und ersetzt damit Schwermetalle und Chemikalien. Inzwischen wird Hanf häufig als natürliche Ressource eingesetzt. Hanf ist anspruchslos im Anbau und benötigt kaum Wasser, bietet ein angenehmes Tragegefühl. Auch VD setzt bei einer Winterjacke auf Hanf und recyceltes Polyester. Den gesamten nachhaltigen Herstellungsprozess besiegelt der sogenannte grüne Knopf. Der grüne Knopf ist ein Siegel, das einmal staatlich ist. Und es legt sehr, sehr starken Wert darauf, dass in der Produktion die Arbeitsbedingungen wirklich für die Menschen gut sind. Und dass auch sichergestellt ist, dass keine schädlichen Materialien verwendet werden und auch, dass das Abwasser gut gefiltert wird, also auch, dass darauf Wert gelegt wird. Der Herstellungsprozess von Textilien muss wasser- und energiesparender ablaufen. Dazu färbt Eisbach bei ihrem Outdoor-Laufschuh bereits das Garn vor dem Produktionsprozess, spart damit 45% Wasser und fast 90% der Chemikalien ein. Zudem erhält die Mittelsohle ihre Dämpfungs- und Rückstoßfunktion ganz neu durch einen umweltfreundlichen Schaum, der aus Algen gewonnen wird. Die größte Herausforderung ist, dass die Schuhindustrie eigentlich ein ziemlich schmutziges Geschäft ist. Auf der einen Seite verbrauchen wir Öl und auf der anderen Seite schütten wir es auf die Deponie. Und das sind die Standardmaterialien. Immer wenn man etwas machen will, das nachhaltiger ist, das etwas anderes ist, dann braucht man sehr hohe Mindestmengen, um dies zu entwickeln. Das ist also die größte Herausforderung, neue Materialien zu finden, die diese Aufgaben erfüllen können und auch Lieferanten für die Entwicklung dieser Materialien zu begeistern. Auch Picture Organic Clothing möchte zukünftig auf den Einsatz fossiler Brennstoffe verzichten. Die Expo-Membran der Domain Jacket besteht bereits jetzt zu 58% aus biobasiertem Polyester, das aus Zuckerrohrabfällen gewonnen wird. Durch ihre spezielle Konstruktion ist sie wasserdicht und atmungsaktiv. Die Expo-Membran, die auf dieses Zuckerrohrabfallgewebe laminiert wird, ist sehr interessant, weil die Poren nicht chemisch, sondern unter Hitzeeinwirkung hergestellt werden. Wir erhitzen die Membran, dehnen sie mit einer bestimmten Spannung und es entstehen diese Nanoporen. Die ISPO Munich bringt auf einer Plattform Akteure und Hersteller zusammen und inspiriert zu innovativen, nachhaltigen Ideen für die Zukunft der Branche. In der Vergangenheit waren Unternehmen sehr fokussiert, sich um die Entwicklung sauberer Prozesse zu bemühen und haben dabei die Kreativität vergessen. Und die Kreativität ist zurück. Das ist wirklich interessant zu sehen. Der Weg in die Zukunft ist, dass wir alle zusammenarbeiten und in der Herstellungskette effizienter werden.